Ja, ja. Das ist eine sogenannte Kopernitium-Hantel. Das ist das schwerste Element im Periodensystem. Es wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt. Sei mal kurz ruhig. Das ist 277 mal schwerer als Wasserstoff, dieses Element. Meine Güte, das ist eine Wahnsinnshantel. Hast du angefangen? Ja, siehst du nicht? Aber jetzt, stopp. Nee, jetzt kein. Also, oder was? Ich wollte noch ein paar Sachen erklären. Okay. Also, es wird unterschätzt. Sport, Ernährung. Überhaupt das Thema Gesundheit, ja, es ist extrem wichtig. Ich habe ein paar Sachen einfach mitgebracht, die mir in den letzten Jahren, die mein Leben quasi verändert haben, ja. Zum einen hier Fichtennadelöl mit Eukalyptusextrakt. Boah, das ist wirklich der Hammer. Das belebt dich von außen nach innen. Also deine Bronchien weiten sich, dein Darm wird. Junge, mach zu locker. Jetzt. Ich mach ein bisschen. Nein, lass es mal. Lass es bitte. Chinesische Nudeln, das ist, um auch ernährungstechnisch die Globalisierung zu leben und auch Kriege zu verhindern. Dann haben wir, was mir wirklich wichtig geworden ist, ein sogenanntes Amuse-Bouche für das Gesicht. Das ist ein Rosmarinschaum. Das ist, wirkt belebend am Morgen, um einfach den Tag auch gut zu beginnen. Ja? Das ist quasi eine Art Massage pour la Visage. Und dann haben wir noch als ganz wichtiges Thema, was heute unterschätzt wird, Düfte. Ja? Sollte man auch nicht zu wenig auftragen. Denn das ist eine heiße Schokolade, wenn du willst. Heiße Schokolade. Also du interagierst mit deiner Umwelt dadurch, wie du riechst. Ja? Mach dir das bewusst. Und dann habe ich noch was ganz, ganz Feines mitgebracht. Ihr seht, das hat nicht so eine Mainstream-Verpackung. Das ist turkmenische Vaseline. Aus der Kraft der Propolisblüte, einem Lavendelgewächs. Und ich habe festgestellt, dass das wenn du dich... Was der Luther gesagt hat, der Luther hat mal gesagt, als der Abt ihm gesagt hat, wenn sie weiter Bier trinken, hat er gesagt, die Welt ist viel zu böse und das Bier viel zu gut, dass ich damit aufhören würde. Ja, also auf dem Niveau kann man natürlich auch über so ein Thema reden. Aber ich weiß nicht, also ich habe festgestellt, dass wirklich diese Themen, die sind wichtig, die haben Auswirkungen auf dein Leben und das merken auch die Menschen immer mehr. Ich verstehe, deswegen jetzt das wird Neujahr das ja kommt. Neujahrsresolutionen, die man da hat. Ja, du findest das lustig. Das ist herrlich. Also die Henny, die hat hier wunderbare Sachen gemacht. Hier, nimm doch mal eins. Selbstgemachte Cookies. Selbstgemachte Cookies, Macaron, das ist am Ende in der Schweiz so ein ganz leckeres Ding. Du sollst sie nicht wirklich essen. Scherz. Ja, ist auch gut. Und ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ein Weihnachtsgeschenk. Sicher. Tim, willst du auch welche? Gefällt's euch? Ja, aber es wäre doch mal cool. Einfach mal, jetzt war Spaß beiseite. Fitness ist ja ein wichtiges Thema. Wäre doch mal cool, einfach drüber zu reden. Absolut. Und absolut. Das ein bisschen zu mixen mit einem Weihnachtsfeeling noch dabei. Bei den nächsten Videos. Ja. Dann sieht man die Muskeln besser. So hart für gearbeitet. Ja, okay, dann reden wir mal über das Thema Gesundheit als Ganzes. Genau, nächste Episode, ja. Gesund leben als Christ. Genau. Bis bald. Du.